Andy, was machst du? Ich würde noch ein bisschen näher ranfahren. Alter, Leute. Was macht denn der Andy hier? Leute, jetzt, noch ein bisschen näher ran. Das ist viel zu weit weg. Ich fahr mal vor. Da kommt noch wer? Das ist Huxley, ja, und der ist der da hinten. Achso. Hm. Marduk. Marduk. Marduk, genau, den Fahrzeug war gerade kaputt in der Kurve. So, ich hätte gesagt, hier so in der Reihe gerade. Boah, er fährt erstmal ein Schild um und hat einen Reifen ab. Ey, Ticket, Blade. Ticket. Er hat eine Verkehrsstellung gefahren, gib mir bitte ein Ticket. Nein, Zuhälter in Not, mein Auto ist kaputt. Hat der gesagt, Zuhälter in Not? Also den Kopfwagen hätte ich gesagt, so wie wir jetzt, also ich und Sören, da stehen in einer Reihe nach vorne. Da denke ich ganz cool. Lass mal gerade die Fahrzeuge hier vorbei. Ja, natürlich. Alter, ich sehe gar nichts. Ich bin und ganz Motor hinten. Aus. Wo steht denn ihr? Hinter der Kuppe sozusagen. Der Kuppe, ich sehe nichts. Nur Stopp. Ah, hier links, okay, hier links, gut. Sieht schon mal richtig gut aus, ey. Vorsicht. Ja. Taxi, fahr ich hinterher. Oh, da ist ein Stern. Wir parken gerade, die SUVs müssen alle nebeneinander und dann parken wir hier. Ach, hier ist ja ein Busch, das ist ja scheiße. Fahr mal weg, die Kacke hier. So, die Herren, bitte alle mal einer nach dem anderen zum Trader. Bitte rufen Sie den Trader nicht, der macht auch nur seinen Job. Das ist ja mal ein gewagtes Parkmanöver hier mit dem Hemi. Sie haben doch gerade einen Zaun überfahren, wenn ich das richtig sehe, ja? Das ist natürlich nicht so schön. Wem gehört denn bitte dieser Hemi hier? Wer hat denn gerade mit dem Zaun weggefahren? Oh Gott, jetzt kommt noch so ein Truck da hoch. Achtung bitte, Achtung bitte. Wachten Sie bitte auf, der Truck da vorne, der schneidet sich hier gerade durch die Landschaft. Vorsicht, der Zaun könnte noch fallen. Bitte Vorsicht. Ja, bitte stehen bleiben, der Truck hier. Oh mein Gott, was tun Sie denn? Bitte stehen bleiben, bitte nicht weiterfahren. Okay, zurück. Bitte zurücksetzen, bitte nicht weiter nach vorne fahren. Vielen Dank. Ist Hinsetzen erlaubt? Ja, oder? Ja, wenn Sie sich ausruhen möchten, können Sie sich gerne hinsetzen. Ist gar kein Thema. Ist ja auch eine anständige Fahrt gewesen bis hierher. So, ansonsten, wie gesagt, Sie können Ihrer Frau heute Abend mitteilen, dass Sie einen super Job gemacht haben. Kupferfarmen ist ein sehr ehrenwerter Job. Und auch wenn Ihre Hände schmutzig sind, Sie können die gerne reinwaschen. Und Sie kriegen vielleicht auch einen Donut später von der Polizei gesponsert dafür, dass Sie so einen tollen Job machen hier. Was für eine Frau, ich bin mit den Wellen verheiratet. Gut, wenn Sie keine Frau haben, kann ich Ihnen auch gerne helfen. Ich habe da so eine Telefonnummer, die können Sie anrufen. Alle von den Verbrechern sind bei der Kolonne dabei. Wir haben nämlich niemanden auf der Wanted List, außer zwei Leute. Okay. Gut, ich wünsche Ihnen alles Gute, so ein Blödsinn. Ich würde mir wünschen, dass Sie den Trader hier bitte nicht überfordern, ja, der macht auch nur seinen Job, ja, der Kerl sitzt ja auch den ganzen Tag in der Pampa rum und jetzt kommen auf einmal so 10 Leute auf einmal an, also bitte einer nach dem anderen, vielen Dank. Umstellen den dann. So. Ich bin wieder da, sorry. Unauffällig auf ihn zu, unauffällig gehen wir auf ihn zu, ganz langsam. Okay. Leute, salutiert ihr mal bitte. Ich möchte mal einen Screenshot machen. Warte, ja, du hast jetzt hier ein Auto in der Lücke. Kommt alle zurück, genau. Wir können uns eine Reihe kann sich hinknien und dahinter steht eine Reihe und einer macht ein Foto. Genau, ich mache das Foto. Vor den Autos. Vor die Autos. Ralf? Ja. Du dich auch vor das Auto? Natürlich. Hört sich gut aus. Ihr seht wunderbar aus. Patrick, sitzen meine Late. Haare. Guckst du mal gerade. Du sollst vor dein Auto. Ja, ich hab gut aus. Ja. Und mein Nacken auch. Warte. Oh, zu viel Haare. Bitte salutieren. Scheiße. Ja, kommen mal alle so zusammen. Ja, genau. Am besten mittig. Lass die mal eine Reihe kniet sich hin und die dahinter stellen. Genau, eine kniet hin. Genau. Das rote Auto stört irgendwie. Welches rote Auto? Ich hab da so ein. Soll ich den Pounden? Warte, ich ein Pound ist. Einer noch vor Patrick. Fox, am besten du vor Patrick gestellt. Vorsicht, genau. Fahrzeug, Vorsicht, Spiel Fahrzeug, Leute, Vorsicht, von rechts. Ja. Wenn der jetzt reinfährt. Bisschen nach vorne musst noch, Fox. Bisschen noch. Jawohl, passt, super. Gibt's mir schon Befehle da hinten? Checks oder nee. Ja, checks. Bitte. Hast du ein paar coole Spiele gemacht? Genau, so, perfekt. Die hintere Reihe salutiert bitte. Patrick, geh mal ein bisschen ein Stück zur Seite hier.
der Reihe steht. So, so ist gut. In der Reihe steht total schief. Patrick, sortierst du bitte und Fox, geben uns Beste den checkst du auch? Ach so, ja. Und die erste Reihe soll zielen oder nicht? Ich hätte gesagt, nicht zielen. Sieht besser aus. Warum zielen? Sieht schon besser aus. Na, also so vom Screen her sieht es besser aus. Okay, seid ihr bereit? Ja. Jo. Tschüss. Screenshot gemacht. Einwandfrei. Ich mach und noch ein paar. Käsekuchen. Ich die schönsten raus. So, einwandfrei. Ihr könnt wieder in Position. Dankeschön. Officer Herb, ich bitte Sie, mir über Facebook diese Fotos zukommen zu lassen. Ich würde diese gerne auf meiner Seite posten. So, vielen Dank. Wem gehört welches Auto jetzt nochmal? Dann bin ich also kurz AFK und meins. Such dich mal in Facebook. Du ja, muss nicht gleich sein. Okay? Muss nicht gleich sein, aber. Ich schreib's mir kurz auf. Was ist, wenn du das mit Alziskop schnell rauflädst? Genau, dann haben wir die auch direkt, wenn du die kurz aufs Teamspeak hochlädst. Genau. Am besten, ihr schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Du stockst an mir gerade mega. So, Dian. Bitte die Fahrzeuge wieder satteln, bitte einsteigen. Die Herren hier beim Kupfertrader, wie lange brauchen sie ungefähr noch, bis sie fertig sind? Hallo, brauchen Sie noch lange? Können Sie mich verstehen? Ja, ich höre Sie, ja. Ich benötige zuerst eine Kupferlizenz und ich habe das Geld nicht bar bei mir. Ich brauche noch eine und eine halbe Ladung. Ich weiß nicht, kostet die 8000? Ich weiß es nicht. Mehr habe ich leider nicht dabei. Dankeschön, gebe ich Ihnen nachher zurück. Jo, kein Thema. Bitte geben Sie ein bisschen Gas, so die Kolonne möchte weiterfahren. Bitte nicht hupen, die Herren, bitte nicht hupen, danke. Hören Sie bitte auf zu hupen. So, dann bin ich wieder. Ja, kann ja, losgehen, wa? Am besten lass doch mal ein Hemmet die Kolonne anführen, dann wissen wir, wie schnell genau. Die sind, oder? Ich sag das dem vorne schnell. Das ist eine gute Idee. Und dann stopp, dahinter bitte mal kurz anhalten. Bitte mal kurz anhalten, du Hemmet da vorne. Ich ernenne Sie jetzt zum Kolonnenführer, bitte zum Falkenhelfer. Durch, hört, weil dann haben wir jemanden, der mit einer optimalen Geschwindigkeit vorfährt. Ist es in Ordnung? Das so jetzt. Was denn getunten? Hä? Kupferhändler, oder? Ja, Kupferhändler! Weiß ich doch. Das verpeilt der Typ, das unglaublich. Das ist meine Leiche. Psst! Das sieht so witzig aus auf der Map, ey. Wahnsinn. Oha, Mann. Oh. nur Lärm, ey. Wer hat die Sirene los, angemacht, los, ey? Los, geh hinterher. Axley, fahr! Einrein, zack, zack. Was für ein Terror, ey. Ideal. Boah, Andy bremst. Alter, jetzt gibt er mal Gas, der da vorne hier. Normalerweise müssen wir ihm ja gleich ein Ticket geben, wenn ich zu schnell fahre, wenn er in der Stadt zu schnell fährt, ne? Alter, ich hab mein Auto kaputt gemacht. Nein. Ich bin keine 5 Meter gefahren. Och, Foxy. Ja, schnell reparieren und hinterher. Den ja, können wir ja halt jetzt nicht sagen, dass er langsam fahren soll. Ja, deswegen habe ich ja gemeint, ist das so klug, wenn der da vorne fährt? Ja, aber dann hast du wenigstens raus, mal eine Geschwindigkeit, die Hemmets auch schaffen. Genau. Schaffen aber zur Zeit eine Geschwindigkeit, die wir auch gefahren sind. Ja, das Problem ist, also hier ist schon wieder eine Riesenlücke. Überhol den Hemmet mal am besten, der da direkt hinten dran ist und fährt. Vorsicht, Alter, was ist denn hier los? Ey, die fahren ja. Oh. So, nochmal. Hast du gut gemacht. Ja, Fahrsicherheitstraining. Wer ist denn hinterm Hemmet? Ich, aber ich wollte eben die Kurve abwarten. Ja, dann warte die Kurve. Ja, klar. Nein, geradeaus durch. Genau, Offroad! Okay, das müsste der letzte sein hier. Ne, jetzt kommt noch anders, Achtung, der rote. Da kommt noch mehr so, kommt noch ein Hemmet. Da kommt noch ein Hemmet. Ja. Nach dem Hemmet komme ich noch. Kannst du losfahren. Okay. Seid ihr noch nicht losgefahren?
Doch, wir sind jetzt wieder dabei, wir fahren wieder in Kolonne. Aber ich weiß gar nicht, wo lange, ich habe keinen Punkt auf der Karte. Einfach immer der Hauptstraße folgen. Also ihr seid da vorne auf jeden Fall zu schnell. Ja, er versucht ihn gerade auszubremsen. Am besten du stellst dich vorne in der Highway Patrol mal hin und wartest dann da. Vorsicht bitte, die Kurve hier ist sehr gefährlich. Da gibt's auch Schlangen. Passend zu dieser Kurve. Dachte ich mir auch gerade. ich hatte eigentlich gemeint, dass du den Hammett ausbremst. Ja gut, dann warten wir der einfach hier. Der Nightwolf, ey. Das war bestimmt der Truck von eben, der vor uns fuhr, Patrick. die arme Sau so, ey. Du bist echt leid für den Nightwolf. Ich soll nicht alle weiterfahren, was ist denn da los? Ja, ich bremse den Hammett aus. Los, Leute, wartet. Macht mal eine Durchsage im Chat. Kurze Durchsage, alle etwas langsamer fahren von den Polizeiautos. Wir sind zu schnell. Einer nur dem Hammett hinterher, damit er den aufhält, bitte. Alter. Aber ich hätte nie gedacht, dass das wirklich hier, stattfindet, was hier gerade passiert ist. Wir lassen die anderen Leute aufschließen. Du kommst sogar entgegen. Alle fahren ich hab angeditscht, ey. Fehlt noch mehr? Da bleiben die da stehen. Los, ja, los. Vorsicht, oh shit. Alles wartet auf mich. Oh shit. Okay. Wir haben auf 50 runtergebremst. Die ganze Kolonne steht gerade. Jetzt fahren wir wieder. Ich bin bei 140. Ich bin schuld, tut mir leid. Ja, war eh wieder klar, ja. Ich bin schon viel zu soll ich noch weiter ausbremsen? Warum befördert man dich, sieht man nur noch Scheiße von dir. Hey. Wie hart, ey. Ich bin ein super Polizist. Also hör mich ja, auf, gerade du bist wieder Rekrut. Okay, Fox, kommt dann wechsel ich wieder zu den Rebellen. Ja. Also, keine Ahnung, ich komm sowieso immer hinterher. Ja, aber es sieht aber gut aus. Die Polizeiautos ja, vorne ja. Bitte noch ein bisschen langsamer. Ja, ihr könnt glaube ich langsamer fahren. Ich fahre hier hinten 100 km/h. Hm, wir fahren schnell, ja. Ja, wir fahren auch mal langsam, fahr langsam mal Kurve. Also, die können doch alle nicht anschließen. Komm, wir halten einmal nochmal an da vorne. Nee, nicht ganz anhalten. Ja, Achtung, da fahrt wenigstens langsam. Ich bin auf 30. Wartet noch einen Moment. Oh, ein Baum ist umgefällt worden. Es wurde ein Baum gefällt, Vorsicht. Nicht das Auto. Ich helfe dem mal. Okay, super. Könnt ihr ausschließen? Kaputt gemacht. Ja, Kolonne ist wieder dabei. Hinter mir welche. Die Polizisten bitte nicht direkt vom Trader stehen bleiben, da müssen die jetzt alle hin. Okay, ihr könnt weiter. Ich dachte, ich bin der Letzte. Nee, hinter uns sind noch welche. Ja, auch gerade bemerkt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Leuten, wenn wir da fertig sind? Was soll ich denen sagen? Jetzt mach mal Kokain. Ihr seid entlassen, bitte verzieht euch. Danke. Ja, das ist ein bisschen hart, aber ja, ich werde mir was einfallen lassen. Erstmal von allen hier Kohle ansacken. Am besten du machst so einen gute Laune-Vortrag. Ja, es war wunderbar und ihr wart super Leute und war einwandfrei mit euch. Ich krieg jetzt alle ein Ticket. Ja, und dann sagst du, der Polizei geht es momentan finanziell schlecht. Ja, okay, alles klar. Deswegen und, haben wir euch eskortiert und dafür gut, verlangen wir gut. Geld, ganz ja, das mache ich, alles klar, ist in Ordnung. Und wenn das Ticket nicht bezahlt wird, in den Knast. Nee, na, komm. Gleich ein Ticket geben, so, weil wir, ja, okay. Nee, ich mache das mal so. Ich stelle mich einfach hin und sage, die Polizei nimmt jetzt Spenden entgegen für die Kolonne und danach sind sie wieder freiwillig. Ach, da unten, der Truck, oh shit! Hey. Bam! Explodiert? Ja. Voll. Und noch einer. Also das war's mit meiner Ansage. Das müsst ihr leider ohne mich machen. Der ist auf einmal stehen geblieben. Der stand auf einmal bei mir. Fuck, Alter. Ich bitte euch, diese Ansprache zu übernehmen. Ich kann das leider nicht mehr tun, aber alle, die jetzt zugeschaut haben, ich danke euch allen für diese Kolonne, ja. Also das heißt, wir sagen, geben er da 5000 behalten, der Rest geht an uns, ne? Ja, Ralf, oder soll ich dich schnell in Kavala abholen und wir düsen? Ja, wir kommen, ich bin auch tot. Ich kann direkt wieder mit dem Auto losfahren. Dann fahrt direkt wieder hierher. Also machen wir. Grid 0, 8.